Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zu sehen. Wow, du siehst heute wieder unwerfend aus, Freunde. Wir geben uns immer noch die Vivo Rounds, die wir uns noch nicht gegeben haben, von den Leuten, die wir aber sehr fühlen. Falls es noch andere Live-Performances oder Vivo Rounds-Sachen gibt, die wir abchecken sollten, von egal wem, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Die meistgelikedesten werde ich mir dann rauspicken, wo wir noch mal ein bisschen reinschnuppern können. Ein bisschen reinschnuppern können, Freunde, ja? Ich freue mich sehr drauf. Wir haben jetzt hier von Elif Lippenstift in der Live-Version. Lippenstift, auch einer meiner absoluten Favorite-Songs von Elif an sich, aber auch aus dem Album Nacht, was ja letztes Jahr rausgekommen ist und was ich unglaublich doll in mein Herz geschlossen habe und tot gehört habe, gefühlt, aber nicht so tot, dass ich denke, ich habe keinen Bock mehr auf die Songs, sondern ich habe es einfach so oft gehört, dass ich, keine Ahnung, das Gefühl habe, jeden Song in- und auswendig zu können. Ich freue mich jetzt sehr drauf auf die Live-Version von Lippenstift. Wir hören rein, Freunde. Schreibt mir gerne mal euren Favorite Song aus dem Album Nacht in die Kommentare. Ich bin gespannt, was bei euch so ganz oben mit dabei ist. Bei mir ist es, glaube ich, wirklich Alles Halal auf der 1, ganz, 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 ganz oben. Dann würde dann schon Lippenstift fast sagen. Ich würde dann, glaube ich, schon Lippenstift sagen. Und auf Top 3 Gitarre. Gitarre. Von der Bedeutung her komplett in meinem Herzen drin. Wir hören rein, Freunde. Let's go. Ja, allein schon wegen des Beats. Ich sehe ein Auto vor deiner Haustür und irgendwie tut es mir weh. Oh, ich muss mitsingen ab und zu, es tut mir leid. Es geht hier genauso, wenn er mich ausführt in unser altes Lieblingscafé. Ey, ich liebe es, wie Elif sich bewegt dabei, so wie sie sich einfach dabei bewegt. Ich wollte mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn du mit dir neben mir stehst. Und dass es mir schwerfällt, dass ich mir nicht ansehe. Ihre Stimme, Mann. Ey, sie ist so einzigartig, ich muss es immer wieder sagen. Oh, auch Poster. Poster einfach. Gerade einfach random gestoppt, aber direkt ein Poster gehabt. Ihre Stimme ist so einzigartig, man sieht, sie hat so eine schöne, so eine warme, einzigartige Stimmfarbe, dass ich mit der Stimme an sich einfach nur knuddeln wollen würde. Ich sag's, wie es ist. Sehen, auch wenn mich diese Träne verrät. Hey, du fehlst mir, fuck, ich brauch dich. Ich weiß auch nicht, ich dachte, dass das für immer ist. Oh, schön gedabbelt im Hintergrund. Und mein Herz, es schlägt mich, seit du weg bist und ich allein im Zimmer sitz. Und jetzt macht sie ein Scheiß die Power auf dem Spiegel mit meinem roten Lippenstift. Ey, geil auch, wie sie von oben rot angeleuchtet wird. Das kriegt irgendwie einen guten Vibe, es hat einen guten, guten Vibe. Auch gerade, weil sie sagt, der Titel ist ein Lippenstift und es geht um einen roten Lippenstift so und sie wird rot angeleuchtet. Das sind diese kleinen Details, die ich liebe. Auf dem Spiegel mit meinem roten Lippenstift und mein Schmerz vergeht nicht, wenn du weg bist und ich allein im Zimmer sitz. Oh, was ein geiler Beat auch, den muss man doch einfach fühlen, Alter. Vergeht nicht, weil du weg bist und ich allein im Zimmer sitz. Oh, wie sie es spürt. Ich glaub, du vermisst mich genauso wie ich dich. Doch keiner von uns beiden gibt zu. Ich mach einen auf glücklich, treff Typen nur flüchtig. Doch irgendwie ist keiner wie du. Es ist krass, weil sobald sie mit dem Rücken zur Kamera steht, merkt man einfach, wie sie sich noch ein bisschen mehr bewegt und deutlichere Bewegungen macht, weil sie eben mit der Mimik nichts ausrichten kann. Sie kann eben, sie sieht uns nicht face to face, sie ist mit dem Rücken zur Cam, aber trotzdem sieht man, dass sie sich krass bewegt, dass sie intuit ist, dass sie es einfach fühlt gerade und noch für uns das auch zeigen möchte. Und gerade weil sie es durch die Mimik nicht zeigen kann, drückt sie es mehr in der Gestik und in körperlichen Bewegungen aus. Nice, das liebe ich einfach, wenn sie, da sieht man halt, wie lange Elif schon dabei ist und dass sie an solche Kleinigkeiten in Anführungsstrichen denkt und weiß, okay, ich bin jetzt mit dem Rücken zur Cam, ich muss jetzt mich ein bisschen mehr bewegen, damit Leute halt einfach immer noch von der Performance gefesselt sind, so. Und Baby, ich hab Heimweh, obwohl ich zu Hause bin. Auch diese kleinen Bewegungen, die sie Heimweh gerade darstellt und nebenbei sich dreht an dieses, denkt, dass sie irgendwie noch performen muss und gleichzeitig einfach noch fucking gut singen muss. Und es klappt alles zusammen, so wisst ihr, es ist so, ich stelle mir das so anstrengend vor, an so viele Sachen gleichzeitig denken zu müssen. Und es ist einfach perfekt bei ihr. Bin schlaf ein, wenn andere arbeiten gehen. Es wird nie vorbeigehen, bleib nicht so lang draußen. Ich will nie wieder tageslich sehen. Wenn du fehlst mir, fuck, ich brauch dich. Ich weiß auch nicht, ich dachte, dass das für immer ist. Ja, ich liebe dieses Lied. Mein Herz, es schlägt mich, seit du weg bist und ich allein im Zimmer sitz. Und jetzt malt sie ein
Scheißherz auf dem Spiegel mit meinem roten Lippenstift. Es ist krass, oder? Es ist krass, wie man sich so gut live anhören kann. Ich check's nicht, Mann. Ich check's nicht. Ich weiß nicht, ob ich bis jetzt einfach nur die falschen Live-Performances von irgendwelchen anderen Leuten gehört habe oder ob die live im Vergleich zu Elif oder zu Batman's Jay zum Beispiel einfach nichts drauf haben. Aber sie dreht sich währenddessen auch noch constantly im Kreis, achtet drauf, wie sie performt, wie sie aussieht und singt einfach so unglaublich gut, dass man denken könnte, hey, ist das jetzt die Studioversion oder nicht? Ich weiß es nicht. Es ist krass. Und mein Schmerz vergeht nicht, weil du weg bist und ich allein im Zimmer sitz. Bitte sag mir, dass du sie verlässt. Wir sind jetzt bei Grau angekommen. Bitte sag, du hast sie nie geliebt. Mir egal, ob du sie verletzt. Ich weiß genau, sie hat dich nie verdient. Bitte sag mir, dass du sie verlässt. Bitte sag, du hast sie nie geliebt. Mir egal, ob du sie verletzt. Oh, Poster! Ich weiß genau, sie hat dich nie verdient. Wir hatten hier am Ende ganz viele Poster. Ganz viele Poster, Freunde. Bitte fehlt mir. Ich brauch dich, ich weiß auch nicht. Ich dachte, dass es für immer ist. Und mein Herz, es schlägt nicht, seit du weg bist und ich allein im Zimmer sitz. Und jetzt mal zieh. Oh, diese Stimme von Elif ist so einzigartig, Mann. Ich könnte mir 24/7 so Live-Sachen von ihr anhören. Oder einfach so ein Hörbuch. Oh, ein Hörbuch wäre schön von Elif. Einfach so ein Hörbuch vorgelesen. Scheiß Herz auf dem Spiegel mit meinem roten Lippenstift. Und mein Schmerz vergeht nicht, seit du weg bist und ich allein im Zimmer sitz. Ich allein im Zimmer sitz. Ich allein im Zimmer sitz. Ey, so ein gutes Lied, so ein gutes Lied. Oh, und so eine gute Live-Performance. Vivo, hey Vivo. Kurzer Call, ladet mich gerne irgendwann ein. Ich würde, wenn ihr es von mir fragen würdet, auch singen. Aber ich möchte irgendwann mal bei sowas dabei sein. Natürlich finde Corona Moni gerade schlecht, aber so das ein bisschen, vielleicht behind the scenes mäßig, gucken, ein bisschen Film verfolgen. Mich interessiert das so krass, wie das da aufgebaut ist, das Studio und so. Ja, ich sehe mich da irgendwann mal, Leute. Ich sag's, wie es ist. Nice, aber unglaublich schön. Unglaublich schön, dass erstmal den Künstlerinnen so eine Plattform geboten wird, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Plattform, weil die ja auf einer Plattform stehen und sich drehen. Sorry dafür. Aber dass die halt eine Plattform haben und dass es dann so umgesetzt wird und jetzt nach Deutschland kommt und auch bei den richtigen Künstlerinnen gemacht wird und Künstlern gemacht wird, die wirklich live was drauf haben. Und ey, keine Ahnung, ich bin einfach happy. Ich bin einfach happy, Mann. Ich fand's sehr, sehr gut, Freunde. Was soll ich noch sagen? Ihr wisst, ich bin ein großer Elif-Fan. Hat man hier vielleicht gesehen an der einen oder anderen Stelle. Sorry fürs Mitsingen erneut. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt natürlich fresh. So wie immer, schreibt mir gerne rein, wie ihr es fandet und was euer Lieblingssong von dem Album Nacht ist. Habt einen schönen Tag. Bis dann und ciao.